Ich bleibe. So viel Foto gemacht hast, dass du erstmal denkst, hey, was ist das? Paul, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Du hast deinen Vertrag bei Hertha BSC unterzeichnet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was wir natürlich direkt am Anfang wissen möchten, wie haben Monika und der Hund Teddy darauf reagiert? Der Hund wartet auf zu Hause. Ich muss hier schnell nach Hause gehen, weil ich komme die Hundefriseurin. Aber dieses Mal, Monika war nicht ganz dabei bei dem ganzen Ergebnis. Ja, Zecke, Benny und Tom und ich haben das hingebastelt. Und ich bin erstmal sehr zufrieden und glücklich, weil ich arbeite wirklich mit ehrlichen Menschen und das ist für mich immer wichtig. Wir beeilen uns, damit das heute mit dem Hundefriseur alles gut klappt. Du hattest nach Saisonende eine ausführliche Analyse angekündigt. Nimm uns mal mit, wie liefen die Gespräche mit der sportlichen Leitung, mit Benny, aber dann auch mit Tom oder beispielsweise Zecke? Erstmal muss jeder wissen, mit Admir Hamzagic habe ich einen professionellen, richtig gut ausgebildeten Co-Trainer. Natürlich habe ich ausgebildet, aber er kann Dinge, was ich nicht kann. Ja? Gute Präsentation schreiben, natürlich machen wir das zusammen und nach meinem Geschmack. Und für mich ist immer wichtig, schriftlich etwas abgeben und auch mit Präsentation nicht nur irgendwie reden und in Luft alles wegfliegt, sondern Hand und Fuß. Und wir haben auch über die zweite Liga, wie kann man den direkten Aufstieg das schaffen, wie viele Spieler muss ausgetauscht werden, weil ich glaube, das ist eine Riesenchance für Berlin, auch für die Fans, auch für alle, die hier für Hertha BSC arbeitet, dass wir eine Mentalität und eine Spielkultur aufbauen, ja, weil die beide hat gefehlt die letzten paar Jahre. Kann jeder zu mir alles erzählen, aber mit faulen Spielern will ich nicht mehr arbeiten und da muss man schon ehrlich sein. Und ich habe eigentlich eine Meinung und schriftlich, welche Position, was wir brauchen für die zweite Liga, dass wir überhaupt mitspielen können oben. Ja, weil viele denken, das ist Selbstläufer, aber zweite Liga, Beispiel HSV. Ja. 6 Jahre sind die da, knapp, nicht, schaffen sie das nicht. Und das ist überhaupt nicht einfach, wenn wir so sind, Bielefeld, Kaiserslautern, kann ich weiter erzählen, 60, München. Wir wollen nicht dieses Schicksal, wir wollen unser Schicksal sofort in die Hand nehmen und dafür braucht man schon erstmal natürlich gute, ehrliche Gespräche. Das habe ich hier, das habe so ein Gefühl. Und ein gemeinsames Gefühl. Arbeiten, das spüre ich hier in die Geschäftsstelle. Alle Mitarbeiter, auch wenn ich im Gelände bin, habe ich ein gutes Gefühl. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde das sehr gerne machen. Du hast es angesprochen. Also es geht am Ende nur gemeinsam, wenn sich alle hinter den Zielen versammeln und gemeinsam daran arbeiten. Welche Gründe waren schlussendlich jetzt entscheidend für diese Unterschrift? Also mein innere Gefühl und dieses Schlüsselwort Mentalität und Spielkultur aufzubauen. Ja, nicht nur irgendwie immer eine Woche zu andere schauen, irgendwie überleben, was hier jahrelang ist, so 2-3 Jahre lang gibt nichts anderes hier, nur überleben. Und kannst du nicht mal sagen, was ist hier, hat er sein eigenes Spiel. Und da, ich glaube, das ist eine Chance und auch die eigene Nachwuchs, ja, das ist in diesem Konzept, brauchst du, hast du. Und natürlich mit einem guten Gefühl, ich glaube, kann ich schon sagen, ich bin erfahren damit, Jugendspieler zu die Bundesliga zu führen. Und das ist für mich ist auch eine große Herausforderung. Und dafür habe ich viele gute Partner gefunden. Auch mein Stab bleibt. Also das ist erstmal schön. Und auch die mit Benny, Tom und Zecke und auch die Präsident habe ich Menschen gefühlt oder gespürt, dass die richtig ehrlich reden und die wollen, dass die für die Vereine es gut geht und nicht irgendwie seitlich, keine Ahnung, in welche Richtung gehen, sondern die arbeiten sie für die Vereine und das ist schön. Das Setzen auf den Nachwuchs ist Teil des Berliner Weges, den wir jetzt als Verein weiter gehen wollen, daran anknüpfen wollen, was wir in den vergangenen Wochen, Monaten angefangen haben aufzubauen. Mit Blick auf den Fußball war die zweite Halbzeit in Wolfsburg, wo beispielsweise Ibo Masa getroffen hat und Spielzeit weiterbekommen hat. War das ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es in der nächsten Saison laufen kann? Ja, kann man sagen, aber trotzdem die Mischung ist wichtig. Ja, du kannst du nicht mit 10 Jugendspielern jetzt loslegen, weil dann kommt Abstieg. Ja, das muss an die Mischung, der Moment muss kommen
Und ich glaube, das war auch so ein Spieltag, so ein Moment. Und darfst du auch nicht vergessen, die Jugendspieler werden sie immer richtig gut spielen und dann fallen sie wieder zu die Tiefe und dann werden sie schlecht spielen. Und durch die Brücke, dieser Jugendfußball und Männerfußball, bei dieser Brückezeit ist wichtig, dass die, wenn die irgendwann wieder schlecht spielen, da müssen sie noch mal raus. Ja, aber jetzt ist alles einfach, aber dann kommt die Erwartung und manchmal da haben sie Blockade. Und das muss ein Trainer wissen, wann lasse ich spielen, wann nehme ich raus, wie du mit den Spielern umgehst. Wenn einer zu viel denkt, dann ein bisschen runterzuziehen. Wenn einer nicht genug ist, dann hoch aufzubauen. Das ist eine komplexe Aufgabe. Ich liebe solche Aufgaben und das war immer mein Ziel, ich weiß das. Ich habe immer gesagt, eigentlich Hertha BSC sollte ein Mini-Ajax werden. Wir haben genug eigene Nachwuchsspieler. Wir waren damals ein guter Weg, wir waren sogar vor Freiburg. Aber dann leider die Schicksale so gebracht hat, ich war weg. Seitdem laufen wir hinterher und das ist nicht gut. Und ich glaube, wenn wir, natürlich ist es nicht einfach, und die Lizenzierung und frühzeitig eine Kernkader schaffen, dass die 13 Kilometer pro Person laufen wollen, Laufbereitschaft, taktische Disziplin. Wenn du die beide hast, ja, dann findest du noch die Pärchen, die Harmonie. Na, automatisch gewinnst du, automatisch hast du mehr Spaß. Wie sehr helfen dann zum Beispiel der Rückhalt und der Support unserer Fans den jungen Spielern? Wir haben trotz des sportlichen Abstiegs haben wir Rekordzuwachs an Mitgliedern aktuell. Wir haben einen Zuschauerrekord aufgestellt. Auch der Dauerkartenverkauf läuft sehr gut an. Wie sehr pusht das euch, aber vielleicht auch die jungen Spieler mit Blick auf die kommende Saison? Also natürlich, das ist ein riesiger Rückhalt. Ja, das, was die dieses Jahr die Fans hier gezeigt haben und wie mit der Mannschaft umgegangen sind, das ist einfach perfekt, kann nicht besser gehen. Ja, die ganze Fankultur, wie bei uns gewachsen durch die Jahre. Und ich bin auch ein Fan von Olympiastadion. Vielleicht würde ich dafür jetzt eine andere Meinung haben, aber ich bin ein Fan von diesem ganzen Park. Wenn du den Nachmittag durchgehst und die Eltern, die Jugendspieler, die Schule, die Pearl-Show-Schule und die Kooperation, das ist einfach fantastisch. Ich glaube, ein Einzelstück in Deutschland, und ich glaube, wir sind die Letzte, dass die Stadion spielen. Ja, die alle anderen sind Arena und das ist Olympiastadion. Und ab 60.000 Olympiastadion hat eine Seele. Und deswegen vielleicht, wenn die beiden Fans, wenn die das fühlen, die fühlen sich auch selber besser. Vielleicht das Ergebnis war nicht schön dieses Jahr, aber trotzdem, dieser gemeinsam, das wahrscheinlich hat uns in diese Richtung gebracht. Und jetzt, wir sind gefragt, ja, wir müssen wieder so schnell wie möglich wieder Erste Liga spielen, damit die Fans hier bleiben und weiter uns unterstützen. Du hast zu Beginn unseres Gesprächs schon mal ausgeführt, wie eng der Austausch mit Benjamin Weber war und ist. Mit Zecke sprichst du natürlich viel. Nimm uns mal mit, wie sehr oder wie dürfen wir uns den Austausch in den kommenden Wochen vor Trainingsauftakt am 26. Juni vorstellen? Also, weil ich glaube, ich habe auch ein bisschen Urlaub verdient. Ja, trotzdem, ich habe mit Benny so geeinigt, dass morgen und Abend können sie mich immer anrufen und kann man auch Videokonferenz anmachen. Und was noch wichtig ist, wenn nötig ist, dann einfach Budapest und Berlin, Stunde 15 mit Flug, dann komme ich zurück und dann fliege wieder nach Budapest. Das ist auch kein Problem, weil kann sein, muss man mit Spieler reden. Damals mit Serdar hat es auch funktioniert über die Plattensee. Während des Angeln habe ich mit ihm FaceTime gesprochen. Also das ist die Frage, also die ganze Situation. Wenn die Spieler wünscht, hautnah, dann komme ich und mache ich. Das gilt, Hertha BSC ist wichtiger, trotzdem wie mein Urlaub. Und eigentlich 26. fangen wir an. Die Spieler schon früher, weil die müssen sich schon laufen, weil wir wollen ja nicht nach dem ersten Tag gleich tiefe Muskelkater oder eine Mannschaft haben, dass die Probleme haben, und dann kannst du nicht weiterarbeiten. Und der Austausch schon längst zwischen Fitnesstrainer und die Einzelspieler funktioniert und läuft. Jeder hat sein Programm, jeder hat sein GPS und gut mitgenommen. Also praktisch, also die Vorbereitung hat schon angefangen. Wir haben dich in all den Jahren kennengelernt als jemand, der nicht unbedingt nur auf Statistiken aus den 60ern, 70ern, 80ern schaut. Dennoch haben wir mal was rausgesucht. Du hast bisher 216 Mal an der Seitenlinie gestanden für Hertha BSC.
Es gibt einen Trainer, der häufiger aktiv war, im Einsatz war an der Seitenlinie, das ist Pfiffi Kronsbein. Die Älteren werden sich erinnern, 60er, 70er Jahre mit dem Schwerpunkt. Bedeutet dir so eine Statistik etwas, dass du nicht nur möglicherweise irgendwann Rekordspieler bist, sondern vielleicht auch Rekordtrainer? Also, ich kenne mich, ich gucke immer nach vorne. Alles, was gestern war, sagen wir mal, streiten. Dann morgen soll ich nicht mehr sauer sein. Neuer Tag, fangen wir wieder an. Ja, das gilt auch bei Erfolg, Misserfolg. Nächster Tag zählt. Und ich würde froh sein, wenn irgendwann findet mein Spieler, dass mein Spielrekord bricht. Und ich bin der Erste, das mit einem Blumenstrauß oder mit einem schönen ungarischen Wein ich gratuliere. Und das wäre schön. Ich bin nicht neidisch oder will ich nicht unbedingt behalten. Das ist schön, bist du Rekordspieler, aber davon lebe ich nicht. Das ist kein Krieg dafür, nicht mein Cent. Ja, das ist schön, dann hat man das erreicht. Ja, dafür hat man Disziplin gehabt. Bern ist eine tolle Stadt, ich wollte eigentlich nie weg, weil ich genieße die Stadt. Ja, und trotzdem bin ich kein Gast, ich komme aus Ungarn, aber ich genieße das. Und als Trainer, wenn ich würde das schaffen, natürlich, das ist auch eine sehr schöne Sache, aber dann hoffentlich kommt wieder ein Trainer, dass das auch schafft. Und ich bin nicht so, das ist nicht meine Motivation. Meine Motivation ist, das nächste Spiel, die nächste Woche, alles geben, brennen für die Mannschaft. Und als Trainer gibst du deine Energie aus und abends gehst du nach Hause, bist du richtig kaputt und dann morgen kommst du wieder. Ich habe nur ein Glück, ich habe das geschafft, nur weil ich hier wohne in der Westend. Ich gehe 400 Meter nach Hause. Akku vollladen, dann bin ich wieder hier. Dann gehe ich wieder nach Hause, wenn die Familie wieder nicht da, ja, mit Daddy, ja, dann schaffst du das nicht. Ich habe das alles geschafft, weil meine Regeneration, ja, ist hier und kann ich jeden Tag regenerieren. Und dafür erstmal bin ich natürlich dankbar auch für die Club, dass die das, diese Chance gegeben haben. Aber ich will auch immer wieder, ich glaube, das ist so, wie soll ich sagen, das ist geben und nehmen. Wir kommen gut klar. Hertha und Paar irgendwie, das funktioniert, weil ich gebe alles und das schätzen sie hier. Wenn man dir zuhört, bekommt man auf jeden Fall Bock auf die neue Saison, auch wenn jetzt noch ein paar Wochen Sommerpause ist. Vielen Dank für das Gespräch, Paul. Alles Gute, ja. Ciao, ciao.